Hallo Erzählfreunde, willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute habe ich mir überlegt, behandeln wir doch mal das Thema Reifen. Wir unterhalten uns immer viel über Reifen und wir unterhalten uns auch manchmal über Beschaffenheiten von Reifen und wir unterhalten uns manchmal auch über das Gewicht von Reifen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, zumindest mal gehöre ich zu der Kategorie, die gar nicht wirklich benennen kann, wie schwer zum Beispiel so ein Reifen tatsächlich ist. Ja, wenn man die in der Hand hebt, man sagt immer so, ja, grob 20 Gramm, 50 Gramm, 100 Gramm. Ist es denn tatsächlich so? Das finden wir heute raus. Und was wir uns einfach auch nochmal gemeinsam anschauen, sind die unterschiedlichen Gegebenheiten, die manchmal auf Ready-to-Run-Reifen mitkommen und wie das dann nochmal aussieht, wenn ich mir zum Beispiel einen Satz professionelle Reifen von einem Drittanbieter besorge. Das alles klären wir heute. Deswegen schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen jetzt mal auf den Schreibtisch und gucken uns an, was ich für euch aufgebaut habe. Bis gleich. Open up, you OPN. Bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. So, Freunde, das war ganz kurz die Übersicht. Jetzt kann ich euch nochmal zeigen, was wir heute brauchen. Wir brauchen eine Schreibunterlage, um uns zu notieren, welche Ergebnisse wir haben, weil ich glaube, an der Summe von Reifen wird das nicht einfach sein, sich das zu merken. Ich habe eine ganz normale, handelsübliche Küchenwaage heute mitgebracht und wir werden jetzt einfach mal anfangen, der Größe nach. Ich erkläre euch kurz, was ich mitgebracht habe. Ich denke, das sind so von allen gängigen Reifen, die draußen beim Fahren verwendet werden, ist auf jeden Fall mal ein Typ dabei. Ich habe euch mitgebracht einen 1:8er Reifen. Ja. Marke mir jetzt gerade unbekannt. Ich weiß nicht mehr, wo ich die bestellt habe oder beziehungsweise von wem die sind. Der ein oder andere wird sie vielleicht erkennen. Aber nicht so wichtig an der Stelle. 1:8er Reifen mit einer Schaumstoffeinlage, mit einer großzügigen Felge. Dann habe ich mitgebracht den Dunefighter Reifen. Ja. An der Stelle auch vielen bekannt, die den Dunefighter haben. Ich habe mitgebracht von Lewis einen Short-Course-Reifen, ja, eben speziell ausgelegt für Short-Course-Trucks. Und da ich ja jetzt den Eraser habe, passt es an der Stelle ganz gut. Perfekte Überleitung, das ist dann auch der Reifen vom Really Eraser. Ja, das ist das Ersatzrad, das ich hinten abgeschraubt habe. Da war auch die Frage in der Community gestellt, ob das Rad nur zur Dekoration mit auf dem Fahrzeug geschraubt ist oder ob es tatsächlich ein fahrbares Rad ist, und ich kann das heute mit Ja beantworten. Es ist ein fahrbares Rad, es ist nicht nur zur Zierde da, es ist genauso aufgebaut wie eins der Räder, das aufgeschraubt ist. Ich habe einen Mikro-Spike-Reifen der Marke Schumacher mit dabei. Irgendwie hatte ich das Reifen gerade drauf mit dem Rrrr. Von Schumacher Mikro-Spike-Reifen. Auch schon leicht abgenutzt an der Stelle, aber das ist nicht so schlimm. Hier ist ebenfalls eine Schaumstoffeinlage drin, allerdings eine etwas weichere und ja, ganz normale Kunststofffelge ohne großes Schnickschnack. Den größten Reifen, den ich gefunden habe in meiner Sammlung, ist der vom Really New One, der Monster Truck Reifen, der ja ebenfalls über eine Schaumstoffeinlage verfügt und an der Stelle der mir bekannteste und schwerste Reifen ist. Und einfach mal nur zum Vergleich habe ich dann noch mitgebracht aus der Glattbahn-Szene einen ganz normalen Standard-Gummireifen, den habe ich, meine ich, auch damals bei Reli bestellt, und einen Driftreifen, um hier einfach mal Vergleiche zu haben. Gut, wir schalten die Waage ein und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den kleinsten Reifen an, das heißt Onroad mit Gummi und dann haben wir nochmal Onroad und Drift. So, der Onroad-Gummireifen hat sage und schreibe ganze 30 Gramm. Das ist ja schon mal interessant zu wissen. Ganz kurz zur Beschaffenheit vom Reifen. Also einfach ganz normale Deko-Kunststofffelge. Wie gesagt, auch eine Schaumstoffeinlage, Gummireifen. Und das ist die Slick-Variante. Auch von mir schon ein bisschen gefahren. Der Driftreifen. Wer sagt mehr? Wer sagt weniger? Also, hier haben wir schon 39 Gramm, was an der Stelle
ja auch schon mal ganz interessant zu wissen ist. Ja, wir haben hier eine ganz dicke Kunststoffauflage, damit das Driften eben draußen besser funktioniert oder auch drinnen, spielt keine Rolle. Da ist keine sogenannte Schaumstoffeinlage drin wie bei den Gummireifen, sondern hier reden wir tatsächlich über die dekorative Felge und dann einer kompletten Kunststoffauflage. Gut, also hier auch schon mal Driftreifen schwerer wie der Onroad-Reifen. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Ich hätte gesagt, nehmen wir doch mal einfach die großen und schweren Jungs her. Ja, fangen wir an mit dem Schuhmacher. So, Leute, da wird es richtig interessant. Ja, der Schuhmacher, was haben wir gesagt? Microspike, der hat schon 84 Gramm. Das ist mal nicht schlecht. Hier redet man schon fast von einer Tafel Schokolade im Vergleich. Nehmen wir den 1:8er Reifen. Freunde der Berge. 98 Gramm. Das ist doch Wahnsinn. Really new one. Freunde, wenn ihr das sehen könntet, ja, passt mal auf, new one. Ich gebe euch ganz kurz eine Sekunde Zeit, um einfach euch mal so anhand der bisher gefallenen Zahlen Gedanken zu machen, was jetzt für ein Hammer kommt. Der Really New One hat ein Reifen 199 Gramm. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, nächste Gruppe. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Dunefighter Reifen. Dann hätte ich genommen den Eraser als direkten Nachfolgevergleich und dann danach von Lewis den Uphill. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch nachher noch, wenn wir zum Ende kommen. Okay, Dunefighter. Der Dunefighter, der kommt schon mit circa, nicht mal circa, aber ich habe keine Kommastelle, deswegen 134 Gramm. Und was mir beim Dunefighter schon immer ein bisschen aufgefallen war bei dem Reifen, es ist ja auch eine Art Desert Buggy Short Course Reifen. Ja, wir haben außen herum von der Optik eine kleine Felge und es wird suggeriert, man hat eine große Gummiflanke. Ja. Wenn ich jetzt das Ganze aber mal auf die Rückseite drehe, dann fällt mir relativ schnell auf, dass der Felgendurchmesser hinten ein größerer ist, ja, und das quasi nach vorne nur optisch so dargestellt ist. Heißt, vorne geht die Gummiflanke weiter runter, hier reden wir von ca. 2 cm, während ich hinten gerade mal einen Zentimeter Gummiflanke habe und sich dann auch schon zeigt, dass sich ja die Felge bis nach vorne hin so durchzieht. Bedeutet, der vordere Gummiteil nach der Felge, der erste Zentimeter, ist tatsächlich nur zur Dekoration da. Ja? Während dann die tatsächliche Felge erst ab der Mitte vom Reifen anfängt. Und das ist wichtig zu wissen. Ja, wir haben hier, ich habe noch nie einen Dunefighter-Reifen von innen gesehen. Vermutlich haben wir auch eine ganz, ganz kleine Schaumstoffeinlage drin. Zumindest mal fühlt sich das für mich so an. Aber nichtsdestotrotz sind wir bei den Dunefighter-Reifen relativ schnell auf der Felge beim Fahren. Ja, also auch beim Springen, wenn der Dunefighter landet, haben wir gerade mal einen Zentimeter Spiel am Reifengummi, um das Ganze abzufedern. Also das wirklich schon mal sehr interessant. Bisschen Dreck auf dem Papier. Das gleiche ist auch beim Really Eraser der Fall. Wir haben hier außen suggeriert eine kleine Felge, während wenn ich den Reifen herumdrehe, es genauso aussieht wie beim Dunefighter, nur dass hier natürlich das Profil noch ein bisschen ein anderes ist. Aber nichtsdestotrotz ist die Aufmachung der Reifen dasselbe. Ja? Und mir ist da schon aufgefallen, auch jetzt beim Bashen draußen, dass die Kurvenfahrten dadurch sich etwas spannender gestalten. Das ein oder andere Mal kippt er dadurch auch, weil der Reifen einfach an der Stelle auch nicht wirklich viel nachgibt. Ja, ihr seht es auch hier, wenn ich den Reifen zusammenpresse, es geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil dort eigentlich die Felge schon beginnt und nicht erst hier unten. Ja? So, der Really Eraser Reifen. Magisch ausgegangen, Klassiker.
So, der Really Eraser Reifen jedoch, obwohl er von derselben Aufmachung kommt wie der Dune Fighter, hat an der Stelle nur 95 Gramm. Ja? Also der liegt jetzt schon wieder irgendwo gewichtsmäßig ähnlich wie der 1:8er. An der Stelle auch schon mal interessant. Vielleicht wer den Aufbau von meinem 1:8er New One entdeckt hat, erklärt dann natürlich auch, warum diese Reifen nicht mehr und diese Reifen wesentlich besser laufen und das Auto auch etwas schneller ist, weil ich natürlich viel leichter bin. Und zwar um ganze 400 Gramm, wenn ich es nachher mit allen Reifen zusammen kalkuliere. Ja, Hammer-Ergebnisse. Und jetzt noch zum Schluss zeige ich euch was. Die kommen von Lewis. Short-Course-Reifen. Tatsächlich auch deklarierte Short-Course-Reifen. Und jetzt kann sich jeder Really-Fan absolut beruhigen, weil auch hier bei hochwertigen Drittanbieterreifen haben wir dasselbe Szenario. Wir haben vorne eine klein suggerierte Felge und drehe ich den Reifen um. Selbes Prinzip wie bei Dune Fighter oder Eraser. Die Felge an sich ist wesentlich größer. Ja? Und hier befindet sich auch eine Einlage drin. Das spürt man, wenn man den Reifen drückt. Das ist auch eine etwas festere Einlage. Und ich bin jetzt drauf und dran, die einfach mal zu testen. Ja? Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe hier nämlich aus der Packung noch eine Übersicht mal zurückgehalten. Dort sind jetzt zum Beispiel von Lewis die ganzen verschiedenen Short-Course-Reifen drauf, die man bestellen kann. An der Zahl 8 Stück mit unterschiedlichem Profil für unterschiedliche Untergründe. Ich habe mir jetzt mal den Uphill gekauft, weil ich den auch schon mal auf dem Dune Fighter getestet habe und wirklich wissen wollte, wie er sich natürlich im Vergleich zu dem, sage ich mal, fast schon Straßenprofil vom Standardreifen, wie sich der Dune Fighter da einfach im Gelände verhält. Und ich war wirklich positiv überrascht, was dann doch so eine Veränderung des Profils allein schon bewirken kann. Und auch bei Lewis hat man die Auswahl bis hin zum Straßenreifen. Und ich sag mal, Lewis hat meistens noch so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie sich etwas mehr aufblähen bei hoher Geschwindigkeit und dadurch das Fahrzeug ein klein wenig schneller machen. Das mal bloß gezeigt. Also wie gesagt, das ist, meine ich, in jedem Päckchen drin, das man kauft an der Stelle. Und das halte ich mir immer ganz gern zurück, um einfach dann zu sehen, okay, Uphill habe ich jetzt da, folgende Erfahrungswerte und beim nächsten Mal kann ich dann mal was anderes ausprobieren und muss mich dann erst nicht wieder beim Kauf damit auseinandersetzen, sondern kann jetzt eben schon in eine Vorauswahl gehen. So, und Lewis Uphill, um da noch die Ergebnisse abzuschließen. So, die sind bei 126 Gramm. Heißt an der Stelle, ähnlich schwer wie der Dune Fighter Reifen. Der Dune Fighter war mit 134 Gramm ins Rennen gegangen, aber wie gesagt, unser absoluter Topscorer, 199 Gramm. Von dem Really New One Reifen hat keiner diese hier toppen können. Ganz klar. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was das bedeutet. Ja? Wir haben ja immer 4 von diesen Schätzchen auf den Autos drauf. Heißt an der Stelle, auch von der Motorisierung erlebe ich ja diese Reifen, zum Beispiel auf dem Really New One mit einem 3000 kV Motor und habe dann vom Werk aus eine Angabe von 45 km/h. Wenn ich jetzt das Ganze um 400 Gramm reduziere, beispielsweise, dann kann das natürlich schon sein, dass ich dann irgendwo bei 47 km/h bin, weil einfach das Gewicht vom Fahrzeug nicht mehr so drastisch ist und eben dadurch mehr Geschwindigkeit zustande kommt. Ja. Ähnlich ist es auch beim Dune Fighter. Der Dune Fighter kam mit 3600 kV und hatte eben etwas leichtere Reifen und ging deswegen auch meines Erachtens gefühlt ein bisschen schneller ab, ja? Weil einfach da nochmal mit der Übersetzung und auch dem Gewicht wahrscheinlich vom Gesamtfahrzeug ein bisschen gespielt wurde. Allerdings hatte der Dune Fighter auch einen Käfig, was dann wieder die Gewichtsreduzierung an den Reifen etwas, wie sagt man, ausgleicht. Und ich merke es jetzt beim Eraser. Er hat auch dieselbe Motorisierung drin wie der Dune Fighter, kommt auch auf Short-Course-Reifen und ist an der Stelle mit 50 km/h deklariert.
Ich müsste jetzt die Fahrzeuge mal vergleichswiegen, wobei das bei mir jetzt kein realistisches Ergebnis mehr ergibt. Mein Dunefighter, der ist schon gepimpt bis in alle Unendlichkeit. Der ist mindestens 30-40% schwerer, wenn nicht gar doppelt so schwer, wie er ursprünglich mal war. Einfach durch die ganzen RPM-Alu-Teile, durch die doppelte Bodenplatte etc. etc. Das haben wir ja alle schon mal ein bisschen behandelt. Und an der Stelle wäre es ein bisschen ein unfairer Vergleich, aber ich müsste mal wirklich vielleicht mal den Eraser noch im Nacktzustand wiegen, was wahrscheinlich aber auch ausfällt, weil ich dort eben schon wieder dran bin, neue Tuning-Teile zu verbauen. Naja, zurück zum Thema. Ich hole euch jetzt noch mal ein bisschen näher her. Dann könnt ihr euch mit mir noch mal die Ergebnisse aus der Nähe betrachten. Voilà. Also wirklich, wir haben von 30 Gramm, was jetzt in dem Fall der Onroad-Reifen war, die sind da nicht schwer. Ja? Also bei Onroad-Fahren, da ist das Reifengewicht nicht so das Thema. Ich denke, da spielt das Gesamtgewicht vom Chassis eine große Rolle. Die Driftreifen, gut, liegen ähnlich. Dann haben wir die Schumacher Offroad-Reifen, die waren da mit den Minispikes oder Mikrospikes die leichtesten in dem Segment mit 84 Gramm. Werden auch tatsächlich hauptsächlich Indoor verwendet. Man kann sie auch Outdoor verwenden, aber sie sind dann auch für die ganzen Competition-Truckies gedacht, die natürlich dann an der Stelle im Wettbewerb einfach nochmal leichtere Reifen benötigen, um schneller die Rundenzeit zu schlagen. Was aber dann auch interessant war, die 1:8 Reifen mit 98 Gramm. Dann die New One Reifen, absolute Spitzenreiter, 199 Gramm. Also Leute, jeder, der New One besitzt, kann an der Stelle über die Reifen schon etwas Gewicht sparen. Einfach mal nur als kleiner Hinweis. Und bei den letzteren drei, da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied. Die Eraser, die da etwas aus der Reihe tanzen, die jetzt halt eben auch neu sind, neu konzeptioniert sind vom Reelie wegen dem neuen Fahrzeug. Und ja, aber ich denke, rein Motorisierung beider Fahrzeuge ist an der Stelle gleich. Die Übersetzung habe ich mir im Detail noch nicht angeschaut. Das ist jetzt was, das werde ich auch mal zeitnah prüfen, ob die Übersetzungen dort unterschiedlich sind oder eben ähnlich. Dann kann es ja fast, wenn es ähnliche Übersetzung wäre mit der gleichen Motorisierung, dann kann es ja fast nur ein gewichtlicher Unterschied sein, warum jetzt der Eraser beispielsweise auch mit 50 km/h deklariert ist. Und dann noch die Fraktion, die wir hier drüben sehen. 1:8 Reifen war jetzt für meinen New One Black Edition mit den ganzen Alu-Teilen wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl. Das war intuitiv gewählt an der Stelle. Also ich habe da jetzt wirklich nicht vorher mir Gedanken über das Gewicht gemacht, sondern der Content kam jetzt tatsächlich erst im Nachgang zustande. Aber ich bin froh, ich habe die 1:8 Reifen auf dem New One drauf. Und an der Stelle hatte ich es ja schon mal erwähnt, das Fahrerlebnis an der Stelle ist mit dem Auto wirklich genial. Also da muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, mein New One wird nie wieder seinen alten Satz Reifen sehen, höchstens aus Nostalgie. Aber tatsächlich ist das 1:8 Reifenthema auf dem New One absolut interessant. Diese Buddies, die bekommt jetzt der Eraser. Für den habe ich sowieso schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Dazu aber ein separater Content. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, der ein oder andere konnte ein bisschen was Interessantes mitnehmen aus der ganzen Geschichte heute mit den Reifen. Und ich denke, es kann helfen, wenn man sich tiefgründige Gedanken zum Fahrzeug macht, beziehungsweise auch an Gewicht reduzieren möchte. Man kennt es aus dem großen Motorsport, Ausschlachten. Und da kann Reifen, wie gesagt, ein Thema sein. An der Stelle, habt Spaß mit euren Autos, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Sucht euch die richtigen Reifen für eure RC aus. Und wenn ihr mal nicht sicher seid, beziehungsweise Überhitzungsthema kann oftmals auch ein Reifenthema sein, gerade wenn ich Fahrzeuge, die mit solchen Reifen ausgestattet sind, mit solchen Reifen ausstatte. Daher wählt weise und schaltet wieder ein beim nächsten Mal von Waxers RC TV. Macht's gut und schöne Osterfeiertage. Open up, you OPN now. Hit you on BBM. We should be closer than friends if you OPN now. And take the high road and hop in now. Open.